bin mal wieder unterwegs. Ich muss jetzt zu einer Arbeitsveranstaltung nach Neuhof, Kreis Fulda. Und habe hier in Aschaffenburg am Hauptbahnhof gerade eben die Durchfahrt von einem DB Schenker-Zug, DB Cargo-Zug Richtung Würzburg schon mal miterlebt. Und jetzt werde ich euch noch eine Aufnahme zeigen von einem Triebwagen. Der steht leider total beschissen. Ich kann nur versuchen, mit der Kamera dahin zu zoomen und dann hoffen, dass wir es erkennen. Er wird auf jeden Fall geschleppt. Es sieht aus, als ob ein Railpool-Wagen vorne dran hängt oder hinten dran. Nicht mal das kann ich erkennen, in welche Richtung das Fahrzeug geschleppt wird. Ist auf jeden Fall sehr dunkel, der Triebwagen. Und dann haben wir hier noch rumstehen eine Vectron von SBB Cargo, eine Ruhrtalbahn Trax. Und dann steht hinter der Vectron noch eine zweite Trax, wo ich aber auch nicht gescheit erkennen kann, was das ist. So, hinter dem Schwellenstapel steht der Endwagen und das ist dann das Fahrzeug. Sieht nach einem sehr dunkelgrün aus. Tut mir leid, dass ich die Kamera nicht ruhiger halten kann, das ist jetzt maximal Zoom. Das ist nicht ganz einfach. Links neben dem Endwagen, links vom Schwellenstapel, das sieht aus wie einer der Railpool-Überführungswagen oder Übergangswagen. So, hier steht besagte SBB Cargo International. Vectron ist eine Mietlok von ELL. Und hier steht die Ruhrtalbahn Cargo Trax abgestellt. Auch eine Mietlok von Railpool. Ich habe nochmal den Ort gewechselt. Von hier aus kann man es ein bisschen besser erkennen. Und da mache ich jetzt nochmal ein Standbild davon, dass das ruhig ist, ohne mein Gezappel. Und da fährt die nächste Trax aus. LTE Logistic Consequence. Mit einem leeren Hödelmeier Autozug. NACO Wagen. Genau, und unten drunter steht a CIT Company. So, im letzten Video am Main hat ja mein Bruder gesagt gehabt, dass diese Hödelmeier-Wagen von NACO mit CIT Company beschriftet sind, also dieser Finanzgesellschaft. Oh, aufpassen, glatt hier am Boden. Habe jetzt die Aufnahme abgebrochen, um nochmal ein vernünftiges Foto hinzukriegen. Ich hoffe, dass das funktioniert hat. Wenn ja, dann kann ich euch das zeigen. Ich hatte in dem letzten Video auch einen Zug, der mit einer SETG Vectron bespannt war, gesehen. Da wurde mir gesagt, das ist die Salzburger Eisenbahntransportgesellschaft. Das wollte ich noch nachliefern und das war die 193, die auf der Seite mit Christian Doppler beschriftet und bemalt ist. Hier steht noch 628 486 die Maria von der Westfrankenbahn. 628 in Türkis Mint, gefällt mir persönlich sehr gut. Dem aufmerksamen Beobachter fällt auf, dass hier hinten dran gerade ein Twindex durchfährt und sich spiegelt. Das war jetzt nicht geplant, das war Zufall, ich bin trotzdem stolz auf mich. Nee, dem aufmerksamen Beobachter fällt auf, dass der aus zwei Motorwagen gebildet ist. Wir haben einmal hier den Motorwagen 628 486. Und einmal hier den Motorwagen 628 673. Und der Motorwagen ist mit Maria beschriftet, ist also die Anna Maria.
Vor dem abgestellten Kupferanodenzug hängt die 185591. Die gehört jetzt Beacon Rail Leasing. Früher war das mal eine Cross-Rail-Lok. Das kann man auch an den Seiten so schemenhaft erkennen. Und das ist eindeutig eine Mehrsystem-Trax. Die hat nämlich 4 Stromabnehmer auf dem Dach. So, und hinten dran hängen die Wagen mit den Transportgestellen für die Kupferanoden. Die sind jetzt leer. Den Gegenzug habe ich auch schon öfters beladen festgehalten. So lang ist er. Ordentlich lang das Teil. Und unter den Wagen für die Kupferanoden drunter, das sind sogenannte Y25-Drehgestelle oder Y-Drehgestelle. Und die hier haben auf beiden Seiten vom Radsatz Klotzbremsen. Es gibt nämlich auch Y25-Drehgestelle, wo die Radsätze nur einseitig abgebremst werden, also von der Drehgestellmitte her. Bei diesen Y-Drehgestellen gibt es verschiedene Bauarten. Das ist die Bauart mit Kopfträger. Das ist also aufgebaut wie ein H, das oben und unten auch zugemacht ist, also ein großes H. Und dann gibt es auch welche, da ist das Y-Drehgestell, der Rahmen, aufgebaut wie ein Buchstabe H ohne Kopfträger. Wenn ich das nächste Mal so eins sehe, dann werde ich euch das auch nochmal zeigen. Und wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, sehen wir die beiden mintgrünen 628er von der Westfrankenbahn, wie sie ausfahren. Denn hier ist zwischenzeitlich, als ich in der Unterführung gewesen bin, der zweite mintgrüne Triebwagen eingefahren. Das ist der, der wie früher mal die Jägermeister-Werbung an den 628 dran hatte, macht der jetzt die Werbung für Personaleinstellungen bei der Bahn, bei der Westfrankenbahn, um genauer zu sein. Soweit ich weiß, als Lokführer und als Fahrdienstleiter. Mein RE fährt um 8.43 Uhr. Diese Regionalbahn müsste entweder um 8.39 Uhr oder 8.41 Uhr abfahren. Es könnte also klappen, die beiden 628 auf einmal ins Bild zu kriegen. Mein frommer Wunsch mit den 628ern wird voraussichtlich nicht aufgehen, denn die Regionalbahn, wo ich gehofft habe, dass der 628 fährt, das ist die, die geradeaus fährt, und der 628 steht für die Abfahrt 9 Uhr und gequetschte als Regionalexpress bereit. Schade. Hier in Hanau steht ein Langschienentransportwagen für 120 Meter lange Schienen. Da liegen die Schienen drauf in 3 Etagen und sind also über die Wagen drüber in einem Stück. Das heißt, wenn der Wagen durch Kurven oder durch Weichen fährt, diese ganze Einheit, müssen sich die Schienen wie weich gekochte Spaghettis biegen. Der geht noch mindestens 3 Wagen weiter hinter diesen abgestellten Selbstentladewagen. Das habe ich beim Vorbeilaufen gesehen. Es war nur so schlecht durch die Wagen zu sehen, da habe ich darauf verzichtet. Und an dieser Langschienentransporteinheit sind unten an der Seite außen auch nochmal Laufschienen drauf. Denn da fährt dann so ein, ja, wie nennt man das, so ein Greifzangenwagen drauf hin und her, also auf dieser Schiene, die
hier die Lasche. Also auf der Schiene mit der Lasche fährt das Ding hin und her und packt dann die Schiene, hält es fest und lädt die dann ab neben die Gleise. Ist recht interessant, habe ich als Lokführer ein paar Mal gesehen, wenn die im Nachbargleis abgeladen haben. Aber leider hat es sich noch nie ergeben, dass ich die Kamera dabei hatte. Stichwort Kamera. Ich habe heute nur das kleine Kamerabesteck dabei, weil die Spiegelreflex nichts mehr in meine Tasche reingepasst hat, die ich heute dabei habe. Und der Akku von dieser Kompaktkamera, die ich heute dabei habe, der macht etwas Zicken. Der ist anscheinend die Zellen innen drin kaputt. Muss ich mir einen neuen besorgen. Also an der Stelle vielen Dank für alle, die dieses paypal.me/alexeae genutzt haben. Der Akku ist durch eure Spenden schon bezahlt geworden. Ich kaufe mir also einen neuen Akku für diese Kompaktkamera. Und dann bin ich bei solchen Tagen wie heute auch wesentlich flexibler unterwegs. Jetzt hoffe ich nur, dass der verbliebene Akku von der Kamera, von der Kompaktkamera, heute und morgen durchhält für das, was mir so über den Weg läuft. Aber das werden wir sehen. Im schlechtesten Fall muss ich auf die Handykamera zurückgreifen. Das fände ich extrem doof, weil die hat keinen Bildstabilisator. Und so eine ruhige Hand habe ich dann doch nicht. Jetzt drehe ich mich gerade nochmal. Hier fährt nämlich die FIAS aus. Nach Wiebelsbach-Heubach mit den Bombardier Itino-Triebzügen. Und dann drehe ich mich gleich nochmal. Das ist nämlich der eigentliche Grund, wieso ich hier hingelatscht bin. Und wechsle nochmal die Kamera. Denn dort hinter mir stehen zwei V100 Ost von Spitzke Gleisbau. Ich wundere mich gerade ein bisschen. Auf der einen steht www.spitzke.nl, also eine niederländische Internetadresse. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass Spitzke ein deutsches Unternehmen ist. Aber ich glaube, wenn man auf die eine Lok ranzoomt, dann ist das eine niederländische Spitzke-Lokomotive. Und an der anderen nebendran ist das eine deutsche Spitzke-Lok. Nochmal an der Loknummer unten, an der deutschen steht DSLG, also Deutschland Spitzke Logistik GmbH. Und dann die Lokbaureihe 203, 128. Und an der holländischen steht NL, Niederlande, Spitzke Logistik 203004. Ich kann es nicht oft genug sagen, der 1er ICE ist halt einfach der schönste von allen. Und da kommt jetzt auch gleich einer hinter dem Stellwerk. Einfach herrlich, das Fahrzeug. Der gefällt mir. Thank you.
eine MRCE Dispo-Lok Vectron hat einen Güterzug Richtung Aschaffenburg gezogen und gleichzeitig kam jetzt der Intercity 2226 nach Kiel via Frankfurt, Köln, Ruhrgebiet eingefahren. Ich wechsle jetzt die Seite von Hanau Südseite auf Hanau Nordseite und guck mal, was da noch so alles durchfährt. Einen interessanten Zug habe ich gerade eben verpasst. Da hing eine Trax 1 von DB Cargo vorne dran und dann kam ein grauer Reisezugwagen mit so dunkelgrünen Türen. Ich weiß nicht, wem diese Wagen gehören und welchen Zweck die haben. Leider habe ich es nicht aufnehmen können, weil der kam aus der Lücke zwischen dem Stellwerk und dem abgestellten Güterzug, der abgestellten Rangierabteilung, so schnell raus, bis ich die Kamera aus der Tasche rausgefummelt hatte und die Hände aus der Hosentasche rausgebracht hatte, war es dann leider schon zu spät. Kommt der ICET ums Eck aus dem Kinzigtal raus und eben kurz davor fuhr auf der Südseite in Hanau eine Ruhrtalbahn Vectron von ELL gemietet mit einem Mosolf Autotransportzug hinten dran durch. Was gerade eben bei der Durchfahrt von dem ICET so laut geknallt hat, das war immer dann, wenn ein Radsatz hier über das Herzstück von der Weiche drüber gefahren ist. Hier, bum bum, bum bum, bum bum, jedes Drehgestell, knall, 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 knall. Auf dem gelben Pflock hier oben drauf ist eine sogenannte stationäre Bremsprobeeinrichtung. Das ist an einem stationären Druckluftkompressor angeschlossen, ein abgespecktes Führerbremsventil. Mit dem kann man einen Zug auffüllen, die Bremsen. Und dann kann man prüfen, dass die Bremsen erstmal alle lose sind. Anschließend prüft man, dass alle Bremsen des Zuges anlegen und dann wieder lösen. Das Ganze nennt sich Bremsprobe. Muss bei jedem Zug innerhalb von 24 Stunden einmal gemacht werden. Und dann gibt es noch weitere Voraussetzungen, wo das gemacht wird. Allerdings sind die dann in der Regel einfacher, wo nur am letzten Fahrzeug eines Zuges geprüft werden muss, dass die Bremse angelegt hat. Dann hier neben dann an dem Güterwagen unten drunter, da haben wir ein Drehgestell, ein nicht Y25 Drehgestell, das müsste ein Talbot Drehgestell sein, hat die Deutsche Bundesbahn damals recht häufig angeschafft. Und durch die Radsatzführung über die Blattfedern und die Scharken können die Achsen sich in den Kurven ein bisschen radial einstellen und somit dem Kurvenverlauf folgen. Allerdings sind diese Drehgestelle mehr oder weniger eine Auslaufbauart, da sie von den Y-Drehgestellen bzw. deren Nachfolgebauarten immer mehr ersetzt werden. Dann kommt hier schon der nächste ICE Richtung Fulda, wieder ein ICET.
So, der hat mich gerade ordentlich überrascht gehabt. Das war ein lokbespannter Ersatzzug mit vorne und hinten Baureihe 120, also Sandwich-Traktion dran. Die Baureihe 120 wird ja immer weniger, zumindest beim Fernverkehr. Deswegen freue ich mich da besonders drüber, weil die 120 habe ich, als ich noch Lokführer gewesen bin, immer sehr gern gefahren. Und jetzt ist es ja mittlerweile echt eine Seltenheit, eine Baureihe 120 noch anzutreffen. Und dann gleich zwei, selbst einem Ersatzzug, ist auch nichts mehr so ohne weiteres gegeben. Die vielen Güterwagen und die Rangierlokomotive tun hier die Wagen hin und her rangieren. Da in Neuhof ein Werk von K&S ist, also ein Kaliberg. Und da wird ganz viel auf die Bahn verladen, was hier zu einem recht hohen Güterverkehrsaufkommen führt. Der Regionalexpress nach Fulda, der einen Güterzug Richtung Frankfurt mit der Baureihe 152 bespannt begegnet ist. Am Regionalexpress hinten dran war eine Lok der Baureihe 114 gehangen, also ein Baureihe 143 Derivat. Ich hatte nie Ausbildung auf der Lokbaureihe gehabt. Ich meine, dass die 114 eine ehemalige 143er ist, bei der das Getriebe von ursprünglich 120 km/h auf 140 km/h Höchstgeschwindigkeit geändert wurde. Genau kann ich es euch nicht sagen, aber ich werde den Link zu Wikipedia unten in der Videobeschreibung mit reinschreiben. Dann könnt ihr das nachlesen, wenn ihr das wollt. Und eben kam noch die Responsibility Driven Lokomotive von TX Logistik mit einem Wechselbritschenzug hier durch. Am letzten Wagen, habt ihr vielleicht gesehen, der war leer gewesen und der hat ganz schön im Gleis geschlingert. Ich habe euch gestern was von dem Y25 Drehgestell erzählt. So eins war da drunter gewesen und das ist genau das, wo ich mich im Netz drüber belesen habe, dass dieses Y25 Drehgestell bei unbeladenen Wagen zum Schlinger neigt. Morgen.
war der Mann vom Winterdienst bzw. der Putztruppe, der mir gerade einen guten Morgen gewünscht hat. Und an dem Güterzug dran hing eine neue Trax 3, also eine Baureihe 187 von DB Cargo. So, die Ausfahrt in Neuhof Richtung Fulda ist gerade nochmal frei geworden. Den warte ich jetzt noch ab und dann muss ich wieder zurück zum Rest der Truppe. So, in Neuhof war das jetzt alles ein bisschen hektisch gewesen, deswegen konnte ich dort recht wenig Aufnahmen machen. In Neuhof ist es so, dass das Gleis Richtung Frankfurt mit Bahnsteig durch den ehemaligen Neuhofer Bahnhof geht und das Gleis Richtung Norden auf dem Neubauabschnitt. Jetzt muss ich mich mal umdrehen, denn aus Richtung Frankfurt fährt jetzt hier in Hanau gerade ein ICE 1 auf dem falschen Gleis durch. Also im Bahnhof gibt es ja kein falsches Gleis, aber er fährt definitiv nicht im durchgehenden Hauptgleis seiner Richtung. Und ich sehe auch warum. Weil in dem durchgehenden Hauptgleis Arbeiten an der Weiche sind, und zwar an der, wo ich gestern stand, wo es so schön geknallt hat, wenn die Züge drüber gefahren sind. Oh, das war da der ICE. Ja, jetzt habe ich hier in Hanau noch eine Dreiviertelstunde Zeit, bis der Regionalexpress Richtung Aschaffenburg kommt. Die warte ich hier noch ab. Der Strom vom Kameraakku könnte noch reichen. Und mal gucken, was noch so Interessantes vor die Nase fährt. Die Hessische Landesbahn hinter mir. Das ist die Regionalbahn von... Habt ihr die Ansage gerade gehört? Eis- und Schneeglätte. Jetzt schwenke ich mal kurz rum. Ja, würde ich so unterschreiben. Eis- und Schneeglätte. Vielleicht, wenn man ganz genau davon sucht. Jetzt muss ich mal das eigene Unternehmen kritisieren. Würde, wenn die Mitarbeiter, die diese Ansagen machen, nicht kilometerweit weg arbeiten würden, sondern vor Ort sitzen würden, mit Sicherheit so nicht passieren. Oder wenn sie zumindest Zugriff auf die Bilder von irgendwelchen Überwachungskameras hätten. Aber gut, es wurde vor vielen Jahren dem Konzern verordnet, zu sparen, zu schrumpfen, zu machen und zu tun. Das wurde umgesetzt und die Folgen sind nicht immer sinnvoll. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Hier vorne, das ist das Zwischensignal im Bahnhof Hanau für die Hessische Landesbahn, die hier von Hanau aus über Frankfurt Ost nach Kelsterbach fährt, also über Frankfurt Regio Flughafen. Und das Signalbild sagt jetzt der HP1, also Fahrt mit 8 oben drüber, das ist ein Signal ZS3, 80 km/h. Und unten drunter ist ein Vorsignal, das sagt dem Lokführer, am nächsten Hauptsignal im Bremswegabstand der Strecke ist Halt. Das heißt, der Lokführer fährt los, muss dann an diesem Signal erstmal wachsam drücken
und also wachsam für die Indusi, für die PZB, und muss dann bremsbereit auf das nächste Hauptsignal drauf zufahren und dann dementsprechend, was das in der Zwischenzeit zeigt. Nämlich jetzt ist es auf Fahrt gewechselt, kann er dann, nachdem er die 80 bis zum Ende des anschließenden Weichenbereichs gefahren hat, dann am nächsten Signal schneller fahren. Alles situationsabhängig von den örtlichen Gegebenheiten. Der Lokführer hat entweder Buchfahrpläne gedruckt oder als Ebola, als elektronischen Buchfahrplan und La auf seinem Führerstand drauf. Und dann sieht er diese Information und dann hat er ja noch dazu Streckenkenntnis und weiß dann, wie er sich verhalten muss. So, die HLB fährt. Und hier kommt eine Rail Adventure Fuhre mit einer 111er vorne dran. So, und da fährt sie wieder, die 111-222 von Rail Adventure. Dann haben wir hier einen DMZ, also einen ehemaligen Gepäckwagen. Und das da ist ein Triebwagen, ein ET, ein Elektrotriebwagen mit Messverkabelung von keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich der, der gestern in Aschaffenburg stand. Und hier nochmal die Übergangskupplung und der zweite ehemalige Gepäckwagen Buchheim stand drauf. Hier vorne fährt er durch die Weichen. Anscheinend ist die Batterie vom letzten Übergangswagen tot, denn der hat Schlussscheiben aufgesteckt und der fährt jetzt da auf die Ausfahrt Richtung Frankfurt Ost. Hier vorne geht es einen Berg runter. Es tut mir leid, dass die Kamera wackelt, das ist maximal Zoom und ruhiger kann ich die Kamera leider nicht halten, tut mir leid. Coole Fuhre, das nenne ich ein Hauptgewinn. Es wird gleich ein ICET von hinten an mir vorbeikommen Richtung Frankfurt. Und in der Gegenrichtung ist auch schon die Durchfahrt gezogen. Am T sehe ich auch schon ein Spitzenlicht sich spiegeln, da kommt ein 401er um die Ecke. Triebzug 101, also 41001 Heusenstamm. Eigentlich habe ich ja gedacht, dass dieses Video wesentlich kürzer wird als das von letzter Woche. Das war ja mit einer Stunde 7 oder einer Stunde 8 relativ lang. Ich hoffe, das hat euch nichts ausgemacht, dass es so lang war. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie viel ich jetzt in der kurzen Zeit schon wieder gefilmt habe, und dass jetzt hinter mir schon wieder die Ausfahrt Richtung Frankfurt steht, beziehungsweise die Durchfahrt, dann scheint ja doch wieder einiges zusammenzukommen. Mal gespannt, ob ich es schaffe, unter einer halben Stunde zu bleiben, wie viel ich wegschneide, je nachdem. Ich habe augenblicklich auch gar keinen Überblick, wie viel zusammengekommen ist. Aber ihr könnt mir ja mal sagen, was generell so eine gute Länge für euch ist. Ob ich, wenn ich so einen Ausflug habe wie letzte Woche, ob ich das als ein Video machen soll, auch wenn es dann richtig lange wird, also über eine Stunde. Oder ob ich das lieber in zwei Videos zusammenschneiden, also zu aufteilen soll. Das müsst ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben und dann kann ich das dementsprechend verarbeiten. Jetzt kommt aus Richtung Fulda her eingefahren der nächste 401er. Für den drehe ich mich gerade mal. Jetzt müsstet ihr ihn sehen. Der hält jetzt hier in Hanau und bevor der wieder abfährt, wechsle ich dann mal die Kamera und nehme den für euch auf.
Und nebenan kommt hier oben den Berg runter eine S-Bahn eingefahren. Es müsste jetzt eine aus Richtung Wiesbaden oder Mainz sein. Sicher bin ich mir nicht. Ich habe auch nicht zugehört, was durchgesagt wurde, weil S-Bahn interessiert mich im Allgemeinen recht wenig. Deswegen Kamera wechseln und für eine 4-1er gucken. Das war jetzt noch ganz lustig, denn auf dem ICE 1 drauf war eine Ausbildungsgruppe Lokführer und geht das Fenster auf, als Hedda gestanden war. Hallo Alex, was machst denn du da? Ja, gute Frage, kurz unterhalten. Ja, Ausbildungsgruppe, die machen die Funktionsausbildung ICE 1, also Baureihenkenntnis, und hocken da drauf und werden von einem meiner früheren Ausbilderkollegen ausgebildet, um anschließend in ICE 1 fahren zu dürfen. Hier nebendran steht auch schon wieder die Ausfahrt Richtung Frankfurt-Ost. Mal gucken, was da gleich kommt. Ich tippe mal drauf, dass es irgendwas Güterzugmäßiges ist. Das war eine Leerfahrt, also kein Güterzug. Dafür kommt jetzt hier vorne aus den Schrebergärten raus der Metropolitan. Der Metropolitan fuhr früher mal zwischen Köln und Hamburg. Das ist der einzige lokbespannte Zug, der als ICE verkauft wird. Und dieser Metropolitan hat eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h. Jetzt ist es also leider doch noch passiert, als ich den Metropolitan hinterher zoomen wollte. Hat sich die Kamera ausgeschaltet mit den Worten, wechseln Sie den Akku. Ich habe es ja gestern schon mal gesagt, also wenn ihr das Video schaut, vorhin schon mal gesagt, dass ich für diese kleine Kompaktkamera zwei Akkus habe, die aber anscheinend beide nichts mehr viel taugen, weil die Zellen relativ kaputt sind. Also der eine hat jetzt auch nicht so lange gehalten, wie ich das erwartet habe. Entweder sind wirklich die Zellen kaputt oder es liegt daran, dass es kalt ist. Ich werde mich jetzt auch verabschieden, außer es kommt noch was ganz Tolles, weil ich habe jetzt nur noch die Kamera vom Handy dabei. Und mit dem Handy habe ich halt das Problem, das einigermaßen wackelfrei zu halten. Und so verwackelte Bilder möchte ich euch nicht zumuten. Das war es also für dieses Mal. Wie gesagt, nee, nicht wie gesagt, wie immer, wenn es euch gefallen hat, drückt auf Like. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, dann scheut euch nicht, die loszuwerden. Bis zum nächsten Mal, euer Alex E. Servus. So, den ICE Sprinter aus Berlin, den ICE 3, habe ich fahren lassen. Aber SBB Cargo mit der Trax 1 kann man sich schon noch mal gucken. Hoffentlich hält der Akku die Länge vom Zug durch. Wir werden sehen. Ganz viele Tankcontainer da oben drauf.